Hallo YouTube, hier ist wieder Papa E. Das, was ihr hier gerade sehen könnt, ist die netzartige Rinde von älteren Feldahornstämmen. Feldahörner, der Baum des Jahres 2015, wachsen in Hecken, Waldrändern oder wie bei uns im Vorgarten. Seine Blätter sind fünfzackig, wie auf der kanadischen Fahne, nur dort ein wenig spitzer und daran ganz einfach zu erkennen. Der Feldahorn ist bei uns im Vorgarten ein Erlebnisbaum, da er im Frühjahr die hier und da ungeliebten, aber von uns sehr geschätzten Maikäfer anlockt, die sich an ihm laben können und wir uns an ihnen. Seine Samenstände, die kleinen Hubschrauber, wer kennt sie nicht, die im Herbst und auch im Frühjahr vom Wind herabgeweht werden und kreisend auf den Boden fallen, eignen sich auch für Kinder zum Spielen, um sich kleine Nasenreiter anzukleben. Ich denke, alle haben das in der Kindheit einmal gemacht. Die Rinde der jungen Zweige ist noch nicht so rissig wie bei den alten. Hier ist schön zu sehen, dass der Feldahorn ein Vielstammgewächs ist. Bei uns wächst er zweistämmig aus der Erde, teilt sich aber schon in etwa 1,50 Meter Höhe in viele, viele weitere Stämme, ohne dass er jemals geschnitten wurde. Ein toller Baum. Eichhörnchen leben dort, Insekten, eine Wespe, da könnt ihr von mir einen anderen Film sehen, labt sich hier an einer klebrigen Flüssigkeit und es ist eine Freude, diesen Baum rund ums Jahr zu beobachten. Sein lichter Blätterbestand und das Durchstrahlen der Sonne zu fast jeder Tageszeit machen einfach das Herz auf. Wunderschön. Hier könnt ihr sehen, dass der Herbst schon langsam einsetzt, aber der Baum des Jahres 2015 hat ja seinen Baumjahresfrühling 2015 erst noch vor sich. Ich werde dann ein kleines Update dieses Films bringen, um auch die Frühjahrsaspekte zu zeigen. Der Baum ist sehr aufrecht strebend, seine nebeneinander liegenden Äste bieten vielen Tieren Schutz. Ich glaube, ich sagte schon, bei uns leben Eichhörnchen im Ahorn. Früher war sogar im Ahorndach ein Kobel. Hier kann man jetzt noch mal genau sehen, wie der Ahorn sich nach oben entwickelt. Bei uns wächst bis in 11 Meter Höhe eine Wildrose. Hinter dem Ahorn eine große Fichte. Die Vergesellschaftung macht keine Probleme und bringt sogar Vorteile. Ja, das war mein Kurzbericht zum Feldahorn, Baum des Jahres 2015. Ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Freude daran gehabt und wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal. Bis dann, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Euer Papa E.